Moin moin und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute die nackte Wahrheit. Genau, du hast richtig gelesen. Die nackte Wahrheit. Ich möchte heute mit euch eine Werkstatttour machen und das natürlich angezogen. Was es damit auf sich hat, wirst du gleich nach dem Intro erfahren. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ja, hallo und herzlich willkommen nochmal zu dieser neuen Werkstatttour, würde ich sagen. Ich mache jedes Jahr eine Werkstatttour und es gibt mittlerweile schon 4 oder 5 Stück. Die Playlist dazu werde ich hier unten in der Videobeschreibung verlinken. Und dieses Jahr, ich weiß, wir sind schon ziemlich spät dran, dachte ich mir, machen wir auch eine Werkstatttour, weil es halt traditionell so üblich ist hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich möchte dieses Mal aber nicht wirklich eher auf diese Werkstatt eingehen, was so neu ist und was nicht, sondern ich möchte euch eher zeigen, wie die Realität hier aussieht in der Werkstatt. Und zwar ist das hier meine Werkstatt, mein Raum, wo ich ja am meisten arbeite, wo meine großen Maschinen stehen. Es ist quasi eine Garage. Hier befindet sich das Garagentor. Steffi sagt auch mal dazu an deine Garage. Lass uns in die Garage gehen. Hier befindet sich ein großer multifunktionaler Werktisch mit Tischkreissäge integriert. Daneben haben wir eine Kapp- und Gärungsstation. Auf der rechten Seite befindet sich eine große Werkbank oder Rollwerkstattwagen mit einer Tischbohrmaschine. Und das Ganze habe ich jetzt über die Jahre aufgebaut. Da gibt es auch alles, was ihr sehen könnt. Darüber gibt es wirklich Videos. Schaut die Playlist nach. Ich werde euch mal 1, 2 Videos unten in der Videobeschreibung verlinken, je nachdem, was das Ganze hergibt. Und hier fangen wir mal an, einfach beispielsweise in dieser Ecke hier. Das ist eigentlich so meine Bohrstation. Das heißt, wir haben hier unser Maschinenschrank, beziehungsweise wo meine ganzen Bohrer und Fräser drin sind. Hier ist die Tischbohrmaschine. Und mich stört schon seit Jahren, kann man sagen, diesen Doppelschleifer hier. Den nutze ich fast gar nicht und ich möchte hier einen Tellerschleifer hinstellen. Kam ich noch nicht dazu, weil diese Ecke hier ist einfach so total tot, wird nicht benutzt. Und das Ding stört mich wirklich. Also ihr seht jetzt, hier habe ich ein paar Unterlagen mal, Reste einfach mal aufgehoben, wenn ich was bohre, dass ich nicht in diesen Metalltisch reinbohre. Und diesen Platz möchte ich durch eine Tellerschleife auswechseln, tauschen. Direkt daneben haben wir den Kompressor. Da hatte ich letztens auch, ist mir das Druckluftkabel kaputt gegangen. Und da hatte ich 3 Stück bestellt, 2 habe ich verlost. Und was musste ich feststellen, jetzt mittlerweile, also wenn ich damit dann arbeite, dann merkt man meistens die Fehler. Wenn ich das Ganze lang ziehe, das ist definitiv viel zu kurz und ärgert mich natürlich total. Wenn ich nämlich hier meinen Druckluftnagler raushole, da reicht nicht zum multifunktionalen Werktisch und ist natürlich ziemlich ärgerlich. Was habe ich mir da überlegt? Ihr kennt doch bestimmt diese großen Trommeln, wo ein Druckluftschlauch drauf ist. Die möchte ich jetzt hier anbringen. Sprich, der ist dann direkt der Kompressor angeschlossen und dann kann ich damit wirklich, ich weiß nicht, 25 oder die gibt es in unterschiedlichen Längen, glaube ich, ne? 15 Meter, 20 Meter, 25 Meter. Das soll jetzt hier so verändert werden, dass ich damit auch wirklich problemlos arbeiten kann. Weil ihr kennt es wahrscheinlich, wenn ihr dann so einen Spiralschlauch habt, dann ist das Ganze immer auf Spannung, dann legt ihr das Werkzeug ab und dann zack, fliegt das Werkzeug auf den Boden. Also das ist wirklich Murks und ärgert mich total, dass ich damals da nicht drauf geachtet habe. So, dann geht's hier los. Das sollte eigentlich normalerweise mal so eine Werkbank sein, wenn ich jetzt dort ein Projekt habe, dass ich dann hier in Ruhe arbeiten kann. Das hat sich so eingependelt, dass es eigentlich immer nur meine Ablagefläche ist. Das heißt, alles, was so projektemäßig ansteht, schmeiße ich hier hin. Ihr könnt jetzt schon sehen, hier liegt ein Lüfter, hier liegt eine Toolbox, hier liegt eine Mini-Pfannenwender, eine kleine Säge. Hier sind verschiedene Füße für ein Projekt, ganz viele Zettel, wo ich mir Maße aufgeschrieben habe und so weiter und so fort. Das ist wirklich so als Ablagefläche mittlerweile. In den Videos sieht es zwar immer so aufgeräumt aus und sauber, ist es aber in der Realität nicht. Wir können auch jetzt mal in den Schubladen reinschauen. Und zwar jetzt nicht erschrecken, die erste Schublade. Wie gesagt, die älteren Werkstatt-Tours werde ich euch unten verlinken. Da gehe ich wirklich ganz genau auf mein Werkzeug ein. Heute ist das so ein bisschen, ich denke mal, wir werden sowieso wieder die 20 Minuten knacken. Ja, hier sind meine ganzen Spachtelschrauben und so weiter. So ein paar Kleinigkeiten, die man so benötigt. Und hier unten ist zum Beispiel mein Schweißgerät drin.
Und hier haben wir zum Beispiel eine Schublade. Da seht ihr jetzt einen Haufen Werkzeug von Wolfkraft. Wie ihr wisst, ist Wolfkraft mein Partner. Und alle neuen Produkte, beziehungsweise die Produkte, die ich anordne, lege ich natürlich hier rein. Und ich frage mich gerade, warum das hier drin ist. Das gehört nämlich gar nicht hier rein. Genau, Bohrer, Fräser, Winkel, die neuen Stecheisensatz von Kirschen, das ich mir letztens zugelegt habe, kam ich auch noch nicht dazu zu schnitzen. Ich wollte mir einfach mal so ein paar Stunden nehmen, ein bisschen loslegen mit Schnitzen. Ihr seht, hier ist nicht wirklich ein System drin und alles nur reingelegt. Das muss ich auch demnächst mal ändern. Achso, übrigens hier, Arne von Kreis 32, deinen tollen Winkel oder dein Geodreieck habe ich auch, kam ich noch nicht dazu, das Ganze zu verwenden. Ist ein wirklich ganz, ganz tolles Tool. Ich glaube, das könnt ihr auch kaufen. Arne, wenn du zusehen solltest, dann schreib mal einen Kommentar, dann werde ich dich markieren. Genau, also auch alles kunterbunt reingeschmissen, kann man sagen. Dann höre ich auch immer und immer wieder deine Werkstatt. Wie gesagt, da ist kein Staubkorn. Hier sieht es wirklich sehr, sehr sauer aus. Ist es nicht. Hier ist wirklich alles, kennt wahrscheinlich jeder von euch, der eine Kapp- und Gärungsstation hat. Alles zugespielt, alles dreckig. Natürlich der Spanabsaugungsfunktion hier, dieser Trichter von Bosch, habe ich auch damals bemängelt gehabt. Der ist mittlerweile abgegangen, habe ich jetzt wieder geklebt. Jetzt funktioniert das Ganze. Meine Seitentische, die ich einklappen kann, ausklappen kann. Mittlerweile sind die seitlichen Anschläge, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, wackelt so ein bisschen. Sprich, da muss ich auch noch mal ran. Das hatte ich aber auch letztens mal angesprochen gehabt. Und das sind so Sachen, die ihr gar nicht in den Videos sehen könnt, weil ich die natürlich gar nicht zeige. Dann, der ganze Boden ist voller Späne. Also wer eine Holzwerkstatt hat oder eine Werkstatt, der kennt das wahrscheinlich. Und bei mir sieht es genauso aus. Hier bei der Tischkreissäge natürlich auch. Übrigens das Problem mit der Absauganlage ist bis heute noch nicht gelöst und ich habe auch keinen Bock mehr. Wahrscheinlich ist das irgendwo undicht, aber ich habe echt keinen Bock mehr, mich damit zu beschäftigen. Ich lasse es jetzt so und natürlich saugt sie größtenteils der Späne ab und ja, ich habe einfach keine Lust und auch keinen Bock dazu, mich daran jetzt zu begehen. Und alle diejenigen, die eine dichte Absauganlage habt oder haben, ja, herzlichen Glückwunsch. Im hinteren Bereich, wie gesagt, hatte ich ja schon erzählt gehabt, ist mein mobiler Werktisch. Hier arbeite ich wirklich häufig dran und diejenigen, die die ersten Videos mit dem Tisch kennen, wissen, dass die Arbeitsplatte, die sah wirklich sehr, sehr schön hell aus, war mal Buche. Und jetzt ist natürlich extrem reingesägt, ganz viel Kratzer, Lackschichten, Farbschichten, ganz viel ist da kaputt gegangen. Aber ich arbeite hier auch wirklich dran. Hier liegt auch schon wieder ein neues Projekt. Das ist ein Weihnachtsprojekt. Das wird jetzt auch demnächst online kommen oder ist schon online, weiß ich gar nicht. Wenn ja, werde ich dir das mal hier oben verlinken. Es ist ein Tannenbaum. Und hier hinten haben wir meine French-Klietwand. Kommt mal einfach mit. Könnt ihr gar nicht sehen, ne? Hier, das ist meine French-Klietwand. Was ich euch mal zeigen möchte, ist beispielsweise hier diese Seitenspange hier, die funktioniert noch tadellos. Mir ist aber letztens diese Stange hier abgerissen. Die ist immer mit dem Stück verklebt und ich kam jetzt noch nicht dazu, das wieder einzukleben, weil irgendwie hat es sich festgesetzt und ich habe sie jetzt auch nicht benötigt. Ich hatte nämlich letztens hier was eingespannt und hat da wirklich richtig, richtig Druck drauf gegeben und dann hat es einmal geknallt und dann war das Ding ja aus dieser Spannbacke rausgerissen, also der Kleber hat nicht gehalten. Hier ist meine French-Klietwand, darüber gibt es auch ein Video, beziehungsweise wie du Fehler vermeiden kannst bei so einer French-Klietwand, beziehungsweise bei dieser Keilleiste hier. Und ja, die funktioniert tadellos, bin wirklich sehr zufrieden damit und ich möchte die natürlich auch nicht missen. Das einzige Manko jetzt hier in dieser French-Klietwand ist dieser Halter hier für Tesafilm und Klebeband. Habe ich damals mal gebaut gehabt. Und den nutze ich fast gar nicht. Also ihr könnt dann hier das Klebeband hinlegen und das Ganze so abreißen. Ja, ich weiß nicht, warum ich das nicht nutze. Ich bin eher der Typ, der dann die Kleberollen hat und dann geht er damit zum Arbeitsplatz. Und ja, ist eigentlich auch schade um den Platz. Und ihr könnt sehen, ist natürlich auch wieder alles vollgestaubt und dreckig. Ups, durch die ganzen Fräsarbeiten oder Sägearbeiten hier. So, jetzt kommen wir, ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen an dem Startbild, jetzt kommen wir eigentlich zu dem Schandfleck der Werkstatt. Es kommt einfach daher, weil ich zu wenig Platz habe und ihr kennt es wahrscheinlich auch.
Ich hatte mal ganz, ganz viele Kommentare gelesen auf Facebook oder Instagram. Ein Mann, also die Werkstatt kann nie groß genug sein. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine Lagerhalle hätte, dann wird die wahrscheinlich auch aus allen Nähten platzen, weil wenn man Platz hat, fängt man auch zu sammeln oder aufzuheben. Bei mir ist es aber in der Tat nicht so. Ich zeige euch das mal gleich alles. Fangen wir einfach mal an. Das ist jetzt dieser Gang und wie ihr sehen könnt, ziemlich zugestellt. Gehen wir gleich nochmal überall einzeln drauf ein. Nebenan haben wir drei Türen, sprich ein Aufenthaltsraum für mich und Steffi, ein Lagerraum und ein Raum, wo ich meine Reifen und Holz und sowas lager. Und die sind natürlich auch voll und wie ihr sehen könnt, stapelt sich das Ganze hier mit Projekten, mit Holz, mit Maschinen und. Und ja, fangen wir einfach mal an. Hier vorne steht gleich im Weg, weil ich den sehr, sehr häufig benutze in letzter Zeit, mein Abrichtdickenhobel, wo ich wirklich lange oder beziehungsweise jahrelang überlegt habe, wo stelle ich das ganze Ding hin und kaufe ich mir ein. Ich möchte den natürlich jetzt nicht missen, dass ich mir den zugelegt habe, aber ich habe eigentlich gar keinen Platz dafür in der Werkstatt hier. Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich die Füße abschraube und mir einen Wagen baue, wo ich das Ganze auf Rollen immer hin und her rollen kann, dass ich diesen beispielsweise einen Seitenraum schieben kann. Genau, darüber gibt es auch ein extra Video, verlinke ich dir mal hier oben. Und jetzt, ja, ich nehme euch einfach mal jetzt so mit, das ist, glaube ich, viel, viel einfacher. Ist natürlich ein bisschen wackelig. Aber ja, da müsst ihr jetzt durch. Und zwar fangen wir mal hier vorne an. Da unten könnt ihr links sehen meinen neuen Arbeitstisch bzw. meine mobile Werkbank. Darüber wird es auch direkt ein Video geben oder ist schon mittlerweile online, ich weiß es nicht. Den benutze ich sehr, sehr oft, wenn ich zum Beispiel mit Steffi zusammen outdoor ein Projekt drehe oder einfach draußen bin oder hier in der Werkstatt die multifunktionale Werktisch einfach zu voll ist mit Projekten, dann klappe ich mir einfach diesen Tisch auf und nutze ihn dann. Direkt darunter ist ein Rollbrett, das muss ich den jetzt mitnehmen zu Steffi, beziehungsweise die Mädels wollten damit spielen. Hier unten haben wir nochmal einen Servierwagen, da gibt es auch ein Projekt drüber, allerdings weiß ich noch nicht ganz genau wann. Diesen Rollwagen, den habe ich nämlich letztens, vor 2-3 Monaten, für 15 Euro ergattert und das wird ein richtig, richtig tolles Projekt. Übrigens, wenn du bei Instagram mir noch nicht folgst, unbedingt folgen. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung. Ja, direkt daneben findest du ganz, ganz viel Holz. Mein bekanntes Werkstatt- oder Holzregal. Da sind ein paar Dachlatten drauf, ein paar Plexiglasplatten von Plattenzuschnitt 24, auch mein Partner. Eine runde Acrylglasplatte. Dann fangen wir jetzt hier mit meiner Handkreissäge. Da habe ich mittlerweile keinen Platz mehr in den Nebenräumen. Dann haben wir jetzt hier, ihr merkt schon, ich stolper, ein paar Weinkisten, das wird auch noch ein Projekt werden. Dann habe ich hier den Akkuschrauber von Steffi. Ja, das ist eigentlich mein Lieblingsakkuschrauber und darüber möchte ich noch mal ein Video machen. Deswegen habe ich den jetzt hier auch stehen. Auf der linken Seite haben wir ein paar Rigipsplatten, ein paar Acrylglasplatten. Und hier ist meine übrigen Platten, die ich habe. Da gibt es auch demnächst eine neue Lieferung. Also ich habe was bestellt von Plattenzuschnitt 24. Und dann werde ich das Ganze mal ein bisschen aussortieren, ein bisschen säubern. So, das ist mein Holzlager. Ihr kennt wahrscheinlich das Video, das ist 2 Jahre alt. Da habe ich damals mal gezeigt, wo ich das Holz gekauft habe von einem älteren Herr aus dem Harz. Der Haufen war so einen halben Meter hoch oder ja, knapp einen Meter war das, glaube ich. Mittlerweile habe ich ja schon vieles davon aufgebraucht. Meine Absauganlage für den Abrichtdickenhobel, hier hebe ich Reste auf, die einfach zu schade sind zum Wegschmeißen, kennt ihr wahrscheinlich schon. Unten sind meine Reifen, da sind Kisten, wo ich das Altholz sammle. Das bringe ich dann immer zum Kumpel, der hat eine kleine Feuerschale und verbrennt das dann. Ja, das ist so der hinterste Raum, der hinterste Part. Und hinten könnt ihr sehen, das ist dann meine Werkstatt. Und jetzt gehen wir mal in einen Seitenraum rein. Für viele wird es wahrscheinlich langweilig sein, aber ich zeige euch einfach mal die Realität, ne? Wie es in Wirklichkeit aussieht. Und jetzt könnt ihr beispielsweise sehen, meine Bandsäge und unten, ja, ich säge auch mal hier schnell, wenn ich mal irgendwas schnell absägen muss. Und die ist natürlich komplett zugestaubt und auch dreckig. Auf der rechten Seite sammelt sich ganz, ganz, ganz viel Werkzeug und auf der linken Seite natürlich auch. Dann haben wir hier rechts Arbeitstische. Und auch Projekte, die ich noch abarbeiten muss. Hier ist ein Einkaufskorb, den ich mal aus Versehen mitgenommen habe. Kennt ihr wahrscheinlich. Ganz viel Öldosen, ganz, ganz viel Zeug, was ich noch brauche für Projekte und so weiter und so fort. Auf der linken Seite haben wir auch ganz, ganz viel Werkzeug. Abrichtdickenhobel, der bis jetzt noch immer nicht abgeholt worden ist. Ich hatte damals mal gefragt gehabt, wer den haben möchte. Und der Herr hat sich leider noch nicht gemeldet.
Ich hatte euch gebeten gehabt, wer am meisten dafür zahlen möchte, der kriegt den dann. Wir waren, glaube ich, bei 250 bis 300 Euro. Das war mein erster Abrichtickenhobel. Natürlich zu klein für die Sachen, die ich hier mache in der Werkstatt. Deswegen wollte ich den dann wieder veräußern. Wolfkraft-Produkte, die ich jetzt verlost habe. Ne, die Auflösung kam am 1.12. jetzt online. Meine Tischfräse, das Werkzeug und. Also hier seht ihr, hier ist auch wirklich nicht ein Plan drin. Ne? Eigentlich, jetzt nicht lachen, wisst ihr, was hier mal rein sollte? Eigentlich, also die Werkbank habe ich hier vor 2 Jahren gebaut. Und das war auch die Zeit, wo ich Steffi kennengelernt habe. Oder vor 2,5 Jahren. Und die Werkbank, ich habe die mit einer Aluminiumplatte beschichtet, weil ich hier Metallarbeiten machen wollte. Und ich habe mir gedacht, den Raum hier, da kommt nichts weiter rein als eine Werkbank, damit du auch mal hier flexen kannst, schweißen kannst eventuell. Ja, schweißen wäre wahrscheinlich ein Problem gewesen durch die Abgase. Aber einfach so ein Metallraum, wo du dir keine Gedanken machen musst, wenn du mal flexst, dass irgendwie was brennen könnte. Ja, und wie ihr sehen könnt, ist es mittlerweile einfach nur ein Lager geworden. Also man merkt, die Werkstatt wird zu klein oder die ist zu klein. Und das ist jetzt mein letzter Raum. Das ist quasi mein Aufenthaltsraum. Links könnt ihr eine kleine Couch sehen. Da kann man sich mal hinsetzen, ein bisschen ausruhen und Kaffee trinken. Und hinten ist halt Kamera-Equipment, Ladegeräte, meine Arbeitsklamotten. Auf der rechten Seite haben wir 2 große Metallschränke. Da ist ganz viel Werkzeug drin, auch so Kleinigkeiten, kleine Equipment. Und oben auf dem Schrank könnt ihr auch sehen, Sägeblätter, alte Maschinen, die ich nicht mehr benötige, aber nicht wegschmeißen möchte, kennt ihr wahrscheinlich alles. Auf der rechten Seite haben wir, auf der linken Seite haben wir dann die Kaffeemaschine und hier wird immer Kaffee getrunken. Unten haben wir dann nochmal einen kleinen Kühlschrank, wo man 1-2 Sachen mal kühlen kann. So, das ist dieser Aufenthaltsraum, den habe ich eigentlich auch noch nie großartig gezeigt. Es ist nichts wirklich Interessantes hier drin, ne? Also, ich weiß nicht, wollt ihr irgendwas sehen, was da im Schrank drin ist beispielsweise? Weiß ich nicht. Da ist nichts drin. Also nichts Wichtiges. Ihr merkt, stoße ich auch überall an. Das Ganze ist wirklich sehr, sehr eng hier. Und ich komme wirklich an meine Grenzen, aber das sage ich schon seit Öfteren. Und ich habe auch schon ganz oft erwähnt, mal gucken, was in nächster Zeit sich mit sich bringt. Ich denke, hier wird sich bestimmt einiges ändern im neuen Jahr. Aber lasst euch einfach mal überraschen, was so die Zukunft mit sich bringt. Ich werde jetzt loslegen mit dem Projekt und ich hoffe, euch hat diese Tour hier gefallen. Ich hoffe, die war nicht zu langweilig. Wie gesagt, ich wollte euch einfach mal zeigen, wie die Realität hier aussieht in meiner Werkstatt, dass nicht immer alles Gold ist, was glänzt in den Videos, dass ich auch ein ganz normaler Mensch bin, der auch ziemlich unordentlich ist. Ich weiß nicht, wie siehst du das Ganze? Schreib mir einen Kommentar, lass dein Feedback hier zu deiner Werkstatt, zu meiner Werkstatt. Was würdest du ändern? Wird es definitiv Zeit für eine neue Werkstatt? Lass einen Kommentar da, würde ich mich riesig drüber freuen. Ansonsten, mein Standardspruch, ne? Sehen wir uns nächsten Freitag wieder um 19 Uhr, da gibt es ein neues Video. Bis dahin, euer Mr. Handwerk. So, und ich baue jetzt diesen Tannenbaum hier.